Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Freunde, die Icon Swaps 2 sind endlich da und wir wollen euch heute Laurent Blanc vorstellen. In seiner Mid-Version, die Prime-Version, haben wir letztes Jahr ein halbes Jahr rauf und runter gespielt. Alter, was für ein solider Verteidiger. Absolute Liebe bei uns, der Kerl. Also, der hat so viel Positives, ne? Die Größe perfekt, 1,92 groß, ein stabiler Typ, mittelhoch, Arbeitsraten, 2 Stände Skills nur, aber auf der Position relativ egal. Dazu aber 3 Stände schwacher Fuß, besser haben als brauchen. Bei den Attributen ein Tempo von eigentlich nur 79 auf der Karte. Wir gehen hier aber natürlich mit dem Shadow, um das zu pushen. Aber ich muss sagen, aus der Erfahrung, das ist eine von den Overpowered-Ikonen und da kommt das richtig geil rüber. Die Schusswerte, ja okay, Innenverteidiger können wir ein bisschen vernachlässigen. Die Passwerte wiederum, 80 kurzer Pass, 81 langer Pass, kann man schön mit aufbauen, sehr wichtig auch zum aktuellen Zeitpunkt. Die Beweglichkeit, Balancewerte 74, 72. Okay, sind nicht so hoch, aber wie gesagt, der ist einer von den Overpowered, kommt alles meistens bei ihm besser rüber. Ja, die Verteidigungswerte, das ist das, was diese Karte ausmacht. Gepaart mit diesen Physiswerten, die Karte sieht einfach nur geil aus. Die mittlere Version haben wir jetzt noch nicht gespielt. Ne? Wir denken jetzt immer nur an die Prime-Variante zurück und Eigenschaften bringt er nur Teamspieler mit. Insgesamt muss man sagen, für diesen Spieler muss man 13 Swaps auf den Tisch legen. Das bedeutet, man kann ihn auch erst mit dem nächsten Schwung abschließen. Das wird Ende März der Fall sein. Da muss ich dann sagen, ich weiß nicht, ob dieses Tempo dann so gut rüberkommt für diese mittlere Version, weil ich sag mal so, ne, wenn ich jetzt diesen Blanc abschließe, dann will ich den Typen auch bis zum Ende spielen. Auf jeden Fall. Ich denke aber trotzdem, dass dieser Spieler auch bis zum Ende gehen kann. Ja. Dadurch, dass er in die zweite Hälfte gerutscht, das wird er wahrscheinlich richtig krank sein. Man muss noch eine Sache sagen, der Gegenwert zu den 13 Swaps werden auf der Xbox kostet er 660.000, auf der PlayStation ein gutes Stück mehr mit 835.000, also man bekommt schon einen guten Gegenwert dafür. Ob der sich lohnt, checken wir jetzt aus. Blanc, perfekt. Einmal muss der Fuß raussteigen. Ja, wie gesagt, ne, ist einer von den OP-Spielern. Der Kombi mit Varane in der Innenverteidigung, direkt grüner Link, ne? Ich glaube, das könnte Spaß machen. Das ist genau das, warum ich den früh oder im letzten Teil so geliebt habe. Wir hatten das Glück, den aus einem Icon-Pack zu ziehen und ja, das war ein massiver Win damals. Ja. Alter, das ist ein Viech. Ne? Das Ding ist auch, wie beweglich er sich anfühlt. Ne? Als ob er wie auf Schienen hin und her sich schiebt. Also richtig zügig. Und da steht er wieder im Weg, Alter. Ja, ich glaube, sehen können wir hier 1 Million für ihn sammeln. Oh, Blanc, Alter, ganz nach vorne gekommen. Ja, aber jetzt merkt man, also das merkt man jetzt auf die ersten Schritte auch. Das Tempo, da fehlt halt ein kleines bisschen. Zum aktuellen Zeitpunkt reicht das vollkommen aus. Nur ich denke die ganze Zeit schon so in 1, 2 Monaten oder 3 Monaten, ob das dann noch, wenn diese Spieler so krank schnell werden, ob das dann noch reicht, eine gute Frage. Jo, ja, Mann. Krasses Ding. Jetzt können wir auch vorne die Bude machen, der Ausgleich, ja sauber, weiter geht's. Blanc macht bisher einen geilen Job. Oh ja, aber wie gesagt, die Physis hat er, um das noch auszubügeln. Aber das meine ich, ne? Gegen Cristiano Ronaldo, hier Flashback, da struggelt dann das Tempo ein bisschen. Yo. Ja, da kommt das die Ding. Blanc hinten einen richtig soliden Job gemacht, ne? Also nur ein Gegentor bekommen und das war echt bitter. Deswegen sauberes Spiel bisher. Alter, das ist schon wieder eine wichtige Aktion gewesen. Oh shit, das ist schwer. Und hier schon wieder. Ach, nein, nein. Quatsch, ja, das war ja Tisch. Okay. Aber eigentlich hat er es eigentlich schon gerettet, ne? Meine Fresse. Das erste Spiel mit Blanc ist vorbei und ich muss sagen, die Erinnerungen vom letzten Jahr kommen wieder auf. Ein solider Kerl, ja. Alter. Die Tacklings ja wohl von einer anderen Welt. Ab ins nächste Spiel, ich will den nochmal erleben, ja. Alter. Ja, Alter, das ist Wahnsinn, wie der die Bälle abholt. Yo, da kommen wir wieder zurück. Alter, hinten erobert, vorne direkt im Gegenzug das Tor gemacht. Genau das brauche ich vom Innenverteidiger. Ja. Ne? Ich muss schon sagen, also der lässt mich einige Innenverteidiger vergessen, die wir bisher gespielt haben. Eine richtig krasse Karte. Und direkt schon wieder. Schon wieder. Wahnsinn. Alter, direkt vorne geholt. Ja, komm, ich versuch's auch mal mit ihm. Gar nicht schlecht. Ey. Ja, also Schüsse sind nicht das Besondere an ihm, aber man muss sagen, er steht vorne eigentlich relativ gut immer für einen Kopfball. Also das ist auf jeden Fall auch eine Option mit ihm, mit dem man einige Buden machen könnte. Der Blonde, ich muss immer wieder sagen, also jetzt die Mid-Variante, ne? In keinem Gegenzug vermisse ich gerade, dass er die Prime-Variante hier gekriegt hat, sondern
irgendwo fühlt er sich fast genauso stark an wie letztes Jahr. Ja, es ist so, dass wir auch jetzt ein bisschen höher stehen und um zu gucken, wie verhält sich das mit dem Überlaufen, ne? Ob er überlaufen wird, ist das Tempo genug? Weil ich muss jetzt sagen, wir haben es jetzt schon ein bisschen gespielt, er wird nicht überlaufen. Das Tempo reicht aktuell vollkommen aus, ist vollkommen in Ordnung. Wo du gerade darüber redest, wir haben daneben einen Virgil van Dijk. Er ist auf jeden Fall doch den Ticken schneller als van Dijk und ich muss auch sagen, in der Defensive doch ein Stückchen stärker. Ne? Er steht ein Stück stärker. Er steht irgendwie besser und ja, aggressiver. Ikone halt, ne? So. Und ja, eine Wand. Aber mit voll, okay, schade. Und Blanc hat ihn auch zermürbt, leider in Rage kassiert. Aber ich sag's dir, also ich habe genug Szenen von ihm gesehen. Das war eine geile Leistung. Einer unserer Lieblingsspieler mittlerweile. Ne? Er hat sich dazu entwickelt. Komm, lass uns ein Fazit zusammenfassen. Was kommt besonders gut drüber und was vielleicht nicht so gut? Also ich muss sagen, alte Liebe rostet nicht. Also tatsächlich, die Gefühle vom letzten Jahr kommen wieder auf. Alter, was für eine Bank der da hinten ist. Ne? Die Tackles alle grundsolide. Der lässt nichts wieder irgendwie auf den Platz zurück. Der behält das Ding richtig am Fuß, passt das schön wieder zurück. Und man kann gut aufbauen, muss ich sagen. Ist ein bärenstarker Innenverteidiger, muss man einfach so sagen. Jetzt habe ich gerade noch so gesagt, ja, wir fassen auch die negativen Sachen zusammen. Fällt ein bisschen schwer, muss ich sagen. Viele waren da nicht. Ja, genau, okay. Das Tempo, würde ich sagen, auf lange Sicht wird das vielleicht nicht mehr ausreichen, wenn diese Karten so ultimativ schnell werden. Ich denke mal, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, okay, das reicht nicht mehr, aber dieser Zeitpunkt, der wird noch etwas dauern. Und dazu die Beweglichkeit, Balancewerte, die würde man sich dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen höher wünschen. Das muss man erwähnen, aber ich muss sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ist das einfach eine richtig geile Karte und für 13 Swaps ist das eine richtig kluge Entscheidung, die mitzunehmen. Jetzt mal einmal zu diesen Beweglichkeitswerten und Balancewerten. Die kamen gar nicht schlecht drüber, weil der steht schon so perfekt, dass der genau im Weg von diesem Spieler steht. Man musste sich kaum bewegen. Das ist so krass an dieser Karte. Das ist eine von den overpowerten Karten und das dazu noch auf Icon-Niveau. Deswegen wirken diese Werte dann auch etwas besser. Insgesamt sagen wir aber Leistung nur eine 90%, weil er einfach noch zwei bessere Varianten hat, muss man so sagen. Aber in diesem Sinne geben wir dem Jungen auf jeden Fall alle Daumen nach oben. Richtig kranke Karte. Wer hinten noch Defizite hat, geht mit dem Jungen, da seid ihr safe. Die Überlegung steht auch im Raum, dass unsere Wahl wird für 13 Swaps. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn ihr den abschließt. Dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gerne auch für das Video einen Daumen hoch da lassen. Und falls ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, gerne abonnieren. Wäre ein Riesensupport. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bye, ciao. Bye.